Fiddlesticks. Curve Digital. Controller recommended. Q. Und damit, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ein weiteres von eine Folge oder zwei Folgen, wenn es hochkommt. Und zwar spielen wir heute Hue. Ich habe das Spiel eben schon mal gespielt, für ungefähr eine Stunde. Und dann habe ich gemerkt, meine Festplatte ist voll. Dementsprechend hat er nichts aufgenommen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich schon weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich werde aber trotzdem nach einem kleinen Schnitt ein neues Spiel starten. Und damit sind wir auch schon im Spiel. Ich habe ein neues Spiel gestartet, das heißt ungefähr eine Stunde Spielstand sind verloren. Ich werde dieses Spiel vielleicht auch weiterspielen, mal gucken. Und wir sammeln diesen Brief ein. Oh, I've had the most dreadful luck. I feel terrible that you've been left alone all this time. Traitorous Dr. Gray tried to steal the annular spectrum. Dr. Grau. Developed to allow perception and alteration of color. Ja. Some call them impossible colors. Ach. Impossible for Dr. Gray, maybe. Anyway, something went wrong. I turned a strange shade and became invisible. The ring, it fractured, scattering colored shards far and wide. I stayed at home for many weeks, watching, waiting, existing on this colored plane. I couldn't speak to you, nor interact with anything in the mono world. So I left. I left for the university where I hid away the colored tools I had created. I pray you have found what is left of the ring. Wer ist denn die Oma da? Ja gut. Keine Ahnung, wer die Frau in der Schreibmaschine und wer die Oma sind. Also das habe ich tatsächlich nie rausgefunden. Und, ja gut. War wohl nur ein Traum. Bonk, bonk. Können mit den Büchern spielen. Tonk, klonk. Oh, mache ich jedes Mal. Ah, nein. Jedes Mal schön gegenhauen mit dem Kopf. Und wenn ich dann wieder reingehe, ist alles wieder ordentlich. Töckchen! Sorry, das habe ich beim letzten Spieldurchlauf auch schon gemacht. Ja. Folgendes, wir können jetzt rechts längs gehen, da gibt's nichts zu sehen. Aber wenn wir links längs gehen, was in einem Jump'n'Run eigentlich unüblich ist, da läuft man eigentlich immer in die rechte Richtung. Oh, treffen wir hier einen Seemann, mit dem können wir quatschen. Der Fischermann hat irgendetwas Merkwürdiges gesehen. Irgendwas Ungewöhnliches. Hinter dem Leuchtturm. Tja. Redet er noch mehr? Deine Mutter ist weg? Oh, ich bin sicher, sie kommt bald wieder. Ich habe sie selbst auch schon länger nicht mehr gesehen. Muss ich ehrlich gestehen. Was für ein miserabler Tag. Der Leuchtturm ist da übrigens das, was da hell ist, das blinkt. Keine Boote können hierher kommen, weil der Leuchtturm... Ach, der Leuchtturm ist kaputt. Genau. Was für ein Scheiß. Ah, jetzt wiederhole ich nochmal, was ich am Anfang schon gesagt habe. Geh zum Leuchtturm, du Idiot. Hier ist der Leuchtturm. Hier können wir rein. Und... Ja gut, wir können den Leuchtturm nicht anmachen, weil wir Geld brauchen. Ja, und was finden wir hier? Türkis. Hey, wir haben eine Farbe gefunden. Haha, wer hätte es gedacht? Mit Türkis können wir nämlich auf unserem Farbrad... Können wir nämlich dieses Regenwetter wegzaubern. Zack. Also, Farbrad ist noch nicht eingeführt, weil wir haben nur blau, aber jetzt labert sie nochmal. Wow, der Himmel ist aufgeklärt. Was für ein schöner Tag. Vogel! Perhaps blue is nothing more than a shade of gray to you. Perhaps everyone in this world sees nothing but shades of grey. Don't you see here? Oh, oh. This is why we're here. Ah, shades of grey. Grey und so. Oh ja, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist ein Brunnen. Und deswegen, ich bin aus dem einfachen Grund hier nicht links gelaufen, weil hier ist eine Höhle. Und in dieser Höhle kommen wir nicht weiter ohne Blau. Oh, da ist ein Bergmann. Hallo? Du, bist du das?
Oh, dank den Göttern. Ich bin hier tagelang gefangen. Hilf mir, hier rauszukommen. Ich höre komische Geräusche. Ist voll creepy. Ja, jetzt können wir hier nämlich mit R. Zack, einmal. Wie er sagt. Die Steine, sie sind verschwunden. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Aber egal, ich bin gerettet. Vielen Dank. Ciao mit Au, ich bin da mal weg. Ja. Und da wir aktuell noch nichts anderes haben außer blau, können wir auch noch nichts anderes machen, außer hier einfach weiterzugehen, denn der Eingang ist verschwunden. Der ist nämlich blau. Also ich sag euch das, weil... Oh, ein Brief. When you enter a cave expecting a waterfall, the chances are your expectations will be met. Ja. If you discard those expectations, don't you think instead the cave will be full of surprises? Ja. I ask for you, Hugh, to abandon your expectations. To pull me back from the brink of unreality. Mhm. I need you to see the world not for what it is, but for what it can be. Ja. Das ist quasi das, was Kreativität definiert. Dass man nicht immer nur sagt, na, alles ist grau und doof, sondern dass man sich sagt, hey, es ist grau und doof, was kann ich dagegen unternehmen? So. Mit der können wir reden. Oh, hallo! Du hast mich erschreckt. Ich wollte nur kurz meine Beine ausruhen. Spiel nicht zu nah am Wasser. Ja, weil dann sterben wir. Machen wir es mal blau und quatschen nochmal mit ihr. Ich hab gehört, in diesen Höhlen sind lauter Wasserfälle. Das scheint meilenweit zu gehen. Ich würde niemals selber durchlaufen. Es ist viel zu gefährlich. Was sagt sie noch? Ich komme hier häufiger runter, um Wasser zu sammeln. Es ist viel netter hier unten als aus dem Brunnen. Ist das Geräusch von Wasser nicht entspannend? Ich könnte hier den ganzen Tag sitzen und zuhören. Apropos. Oh, hallo, ich wiederhole mich. Du hast mich erschreckt. Ich ruhe nur meine Beine aus. Hüpf nicht zu nah am Wasser rum. Ja, denn sonst ertrinken wir und dann sind wir tot. Und tot sein ist nicht gut in diesem Spiel. Schauen wir mal, wie weit ich spiele. Ja, gut. Einmal blau einfärben, dann sind die Steine alle weg. Zack. Und hier auch einmal blau einfärben. Mehr können wir ja nicht machen. Ah, X, Pull. So. Hüpp, hüpp. Pull. Hüpp, hüpp. Und dann hier einmal pullen. So, schön den Pullermann. Hüpp, hüpp, hüpp. Und weiter geht's. Oh nein. Ja, das ist ein kleines Rätsel. Denn wenn wir auf blau schalten, dann werden wir von den Steinen zerquetscht hier oben. Schalten wir hier auf blau, werden wir die Kiste nicht... Naja, wir stellen uns einfach hier hin und schalten auf blau. Dann landen wir auf der Kiste. So. Easy Puzzle. Diese Spikes an der Decke machen uns kaputt. Das heißt, hier auf blau schalten. Und ja, wir können nicht wieder zurückschalten. Denn ansonsten hätten wir quasi den Weg zurückgehen können. So ein bisschen Backtracking. Ja. Easy peasy. Einmal hier Steine vorbeirollen lassen. Hier noch ein bisschen anschieben. Komm, schneller. Nein, ich will nicht zurück. Und einmal weiter. Das ist nämlich das Lustige an diesem Spiel. Wir brauchen nicht wirklich zurückgehen durch irgendwelche Türen. Weil, wie ihr seht, gibt es immer eine Tür, wo es weitergeht. Na toll. Das heißt, hier machen wir einmal einen auf Indiana Jones. Dünn, 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 dünn. Bloß nicht in die Dinger fallen, in die Spikes. So, lalalala. Hier sind gar keine Spikes. Und hier einmal am Rand halten. Zack. Ein Gesöff einsammeln und warten, bis der Stein fällt. So, plopp. Da ist er. Können wir wieder rauf. Denn oben ist eine Leiter über dem Stein gewesen. Bloß nicht in die Spikes fallen, denn die bringen uns um. Ja, ich habe das Spiel eine Stunde lang gespielt und schau mal, wie schnell ich jetzt durchkomme. Weil es geht immer weiter sozusagen. Also wir können zwar auch Backtracking machen, müssen wir aber nicht. Oh, Ohmchen! Was macht denn Ohmchen da? Ohmchen blinzelt uns zu und haut ab. Ohmchen, bleib hier! Ich habe so viele Fragen, Ohmchen, komm her! Und nein, euer Monitor ist nicht dreckig. Das ist einfach nur ein Filter, der auf diesem Spiel liegt.
Und hier bekommen wir unsere zweite Farbe. Yay! Zweite Farbe noch in der ersten Folge. Ja, gucken wir mal, welche Farbe kriegen wir. Oh, wir kriegen, Auberginenfarben. So. Hui! Hui! Kein Falling Damage. Wir müssen mal die Farbe ändern, weil wir sonst die Tür da nicht sehen. Denn, wie gesagt, man rennt einfach von Tür zu Tür. Also Backtracking in dem Sinne gibt's nicht, weil man kommt immer wieder in den Start. Did you know, Hugh, that purple is at the very end of the visible spectrum? Ja. It's the hardest color for our eyes to distinguish. Naja. Now, imagine Infrarot. Shade one step further than Infrarot. Das kommt dahinter. Ja, Infrarot. We call these impossible colors. Ja, Infrarot und UV. And I das können wir nicht this. Sehen. This is where I currently reside. Ah, du bist also ein UV-Strahlen. And you cannot perceive me. Do I even exist to you? I'm sure naja. I do. I mean, you're reading this letter or ja. At least I hope you are. I'm sorry, but existing in this strange state of impermanence does funny things to you, Hugh. It makes you question what is real. Ja. Das ist natürlich die Frage. Wenn jetzt jemand sozusagen nur im Infrarotspektrum existiert und wir laufen dann in der Kassenschlange gegen diese Person, weil wir uns irgendwo anstellen, rempeln wir die dann an oder können wir die nicht anrempeln, weil die sozusagen unsichtbar ist? Das sind die Fragen, die uns wirklich beschäftigen. Und wundert euch nicht, warum ich hier mittlerweile so recht schnell durchlaufe. Wie gesagt, ich habe das Spiel eine Stunde lang gespielt. Und ihr merkt ja so ein bisschen, kriegt man das ganz gut raus, wie das funktioniert. Hier gibt es jetzt Slow Motion immer, wenn ich umschalte. Das ist ganz praktisch. Man muss auch treffen. Übrigens gibt es auch eine Maussteuerung. Hier kann man hier mit der Maus steuern. Und immer wenn man Maustaste klickt, erscheint halt dieses Ding. Aber wir spielen das mit dem Controller. Nein. Hochspringen und den auswählen. Hochspringen und den auswählen. Zack. Nein. Nein, 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 nein. Ah, hasse das, wenn ich zu spät bin. Hier muss man echt schnell sein. So, hier ist wieder alles grau. Oh, Ormchen schon wieder. Was macht denn Ormchen da? Was war das gerade? War das gerade irgendwie ein Geräusch für einen Endboss oder so? Ich weiß nicht, gibt's hier überhaupt Bosse? Ich bin hier noch nicht auf Gegner gestoßen. Von daher relativ friedlich alles bei dem Spiel. Oh, und hier finden wir eine weitere Farbe. Und zwar Orange. Yay! Das heißt, wir haben drei Farben in einer Folge. Wow! Dafür habe ich bei der letzten Aufnahmesession mindestens zwei Folgen gebraucht. Hey, hey! Vielleicht spielen wir ja noch eine dritte Folge. Apropos, ich muss die Farbe mal ändern, weil die Tür hier unten ist wahrscheinlich orange. Ja, genau, orange. Boing, boing, boing. Und nein, das bringt nichts, wenn man da gegen die Decke hüpft. So, ein weiterer Brief von unserer Freundin. Oder Mutter, wer weiß. Summer had come and gone and a cold autumnal crispness had caught me off guard. I sat on the grass, surrounded by my books and papers, when a cool breeze threatened to blow my notes across the lawn. A page escaped my reach and took flight. A man not much older than myself chased after it, catching it on his third or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned it. He started talking and I was surprised that he had read my work in the university journal. He said he was a professor and that he hoped we could work together someday. It's funny, Hugh, how something so small can change so much. Die Frage ist, wo ist eigentlich Hughs Mutter? Haben wir am Anfang gemerkt, als wir den Dings gefragt haben. Oh, und apropos Anfang, jetzt sind wir wieder am Anfang. Und damit können wir die Leiter wegmachen. Aber ich glaube, im Dorf gab es noch was. Weil jetzt können wir ja hier auch wieder raus. Das heißt, irgendwas war im Dorf. Ich habe tatsächlich
Bei meiner ersten Version bin ich gleich weitergelaufen. Oh nein, das ist eine Farbe, die wir nicht haben. Das ist doof. Oh, der Bergmann. Ja, hallo. Nochmal, Q. Vielen Dank, dass du mich früher gerettet hast. Diese Höhlen haben mir echt einen Schauder über den Rücken gejagt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Die Steine da haben mich gefangen gehalten. Was für ein, was für ein blöde Zukunft. Zusammenkunft. Wie geht's dir denn eigentlich, Hugh? Du hast es durch die Steine gemacht. Die sind einfach verschwunden. War das Magie? Hexenkraft? Oh, hallo nochmal, Hugh. Ich sage nochmal genau dasselbe, was ich eben schon gesagt habe, weil ich nur drei Sätze sprechen kann. So, wir müssen... Na, müssen wir nicht, aber ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob es hier noch eine andere... Ja, hier gibt's blau. Aha. Vögelchen! Was passiert eigentlich, wenn wir den Seemann nochmal anquatschen? Wow! Der Himmel hat sich aufgeklärt. Was für ein beautiful Tag. Aber irgendwie ist es... Gucken wir mal. Hier drin ist es... Ah nein, wir bräuchten gelb. Hier ist auch nichts mehr. Nö. Das heißt, ein Rätsel hätten wir schon mal gelöst, aber wir brauchen gelb und wir brauchen pink. Hier haben wir nur Auberginenfarben. Apropos Auberginenfarben, diese Folge hier ist schon vorbei. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht, wenn ihr zu den 80% gehört, die mich nicht abonniert haben, dann abonniert mich. Und zwar direkt auf den Abo-Button klicken. Und wenn ihr auf den Abo-Button geklickt habt, dann vergesst nicht, drückt die Glocke. Wir sehen uns dann in noch einer Folge wieder, denn ich werde noch eine Folge aufnehmen, aber dann mache ich eine Aufnahmepause. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sage tschüss. Tschüss.